Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wie auch die letzten Male schon, was soll ich große Worte verlieren? Ich sitze hier an einer Gnade vor einem Zwischenboss, der mir doch etwas, ja, der ist ein bisschen schnell, zu schnell für meine tolle Attacke, die ich kann, die Duellfähigkeit mit dem Schwert hier. Und ich bin immer noch krank. Ich habe immer noch diesen Debuff. Ich weiß nicht, wie viel Leben der mir nimmt. Er wird mir schon ein bisschen was nehmen. Und deswegen gehe ich auf eine Suche. Den wird er nie los. Danke für diese aufmunternden Worte, lieber Thorsten. Ich würde versuchen. Hier war irgendwo so ein kleinerer Baum hier links. Guck da mal. Ich schau mal, ob ich dort die richtige Träne zum Heilen der Krankheit finde. Da, bei dem. Oh mein Gott, wie geil das da hinten schon wieder aussieht, ne? Mit diesem Loch in der Wand. Das gehe ich mir mal angucken. Ja, und dann gibt es noch so eine Sache, die ist mir auf YouTube halt extrem aufgefallen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe schon verschiedenste Dinge ausprobiert. Auf YouTube sind meine Aufnahmen irgendwie total verschwommen, oder verwaschen teilweise, so pixelig und so, wie man es halt kennt, auch auf Twitch. Bei Twitch gibt es eine Lösung, da habe ich mich jetzt noch nicht reingelesen, weil ich jetzt erstmal mit einem neuen Chatbot zu kämpfen hatte. Aber auch auf Twitch werde ich was probieren, damit ich die Qualität nochmal verbessern kann. Und auf YouTube weiß ich allerdings nicht, was ich machen soll. Hier kriege ich bestimmt einen Debuff, oder wenn ich da durchreite? Nee. Boah, was ist da hinten im Nebel? Das sieht ja auch geil aus. Aber ich will zum Baum. Ja, Twitch hat eingeführt, dass ich eine andere Encoder-Einstellung verwenden kann. Aktuell ist das in der Beta. Für RTX 40er Grafikkarten. Ich habe nur eine 30er. Also was heißt nur? Das ist ja schon auch eher so eine Ansage. Hey, Schweinebacken. Wow, aua, hey. Was war nochmal mit diesen Türmen? Ist das so ein Portal wieder, bei dem ich drei Schildkröten finden muss? Oder ist das ein anderer Turm? Ich werde es rausfinden. Gelehrsamkeit sei mit euch. Kuckucksschimmerstein. Gelehrsamkeit sei mit euch. Habe ich irgendeinen Hinknien-Emote?
Gebet. Ja, Gebet klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Oh. Tut sich nichts. Gelehrsamkeit sei mit euch. Hm. Magiefett. Okay. Komme ich darüber? Bestimmt, oder? Nein! Ah, okay. Bin immer noch am Überlegen, was denn Gelehrsamkeit sein könnte. Gebet war es offensichtlich nicht. Naja, guck mal. Hm. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so gedacht war, aber... Ah, noch ein Speicherstein. Nice. Mehr Magie-Slots. Hauen kann man es auch nicht. Irgendwas wird man hier machen können, dass es hochfährt, vermute ich. Wobei, nee. Vielleicht auch nicht. Die Kistenpanik hält sich in Grenzen. So, was haben wir hier für einen Boss? Ah, wieder so einen. Hier ist die gute Statue. Schauen wir mal, was du kannst. Ja, wir steigen mal lieber ab. Hoppala. Viel Schaden. Viel Schaden kann er. Ja, das mit dem Pferd geht schon, aber bräuchte ich auch eine andere Waffe, glaube ich, für. Jetzt dreht er gleich wieder am Rad, ne?
Ah, Mist. Komm. Ah. Schweinerei. ...70 Tage Zeit, um perfekt ins DLC zu starten. Ja, schauen wir mal. Himmelblaue Kristallträne und gesprungene Kristallträne. Wow, okay, du giftest. Gift finde ich jetzt nicht so geil. Da schon so einen Countdown euch irgendwo auf der Uhr eingerichtet. Oder einen großen im Zimmer. Oder an der Hauswand mit einem Projektor. So dass ihn jeder sehen kann. Gut, dann schauen wir mal, was diese beiden Tränen mir geben. Mal sehen, ob das jetzt vielleicht die richtigen sind. Also, gesprungen erzeugt Explosion. Wow, okay. Gesamte Lebenspunkte, die Hälfte der gesamten FP, Ausdauernachschub. Ja, die beiden waren es wohl auch nicht. Wo ist denn hier die Map? Da unten irgendwo. Wie krass das hier einfach ist, ne? Ja, auch nochmal für YouTube. Jemand hat kommentiert, wie ich das denn mache mit den Bossen, weil ich ja alle Bosse killen will. Ich hab's voll vercheckt. Ich hätte mir eigentlich irgendwie eine Liste machen müssen. Ich hab's aber gnadenlos vercheckt und jetzt ist irgendwie, glaube ich, auch zu spät. Ich hab echt schon viele gesnackt. Ob ich die alle noch im Gedächtnis habe? Ich bin am Überlegen, ob's irgendwie eine... Da unten wäre auch noch was, ne? Ein bisschen was. Ob es eine Elden Ring Map gibt, auf der alle Bosse verzeichnet sind, dann könnte ich im Nachhinein nochmal alle Stellen ablaufen. Wäre ein bisschen Arbeit, aber... Was bleibt mir anderes übrig? Jetzt habe ich immer noch nicht die richtige Arznei gefunden, was? Ah. Hier wäre noch ein Baum.
Ich will aber auch gegen einen Boss kämpfen. Oh, erschreckt mich die Krabbe hier, die aus dem Sumpf kriecht. Dorf der Albinaurix. Ich kenn dich doch, oder? It's you. Ja. Well, what do you make of it? What's happened to this village? Ah, ich stehe auf einem Leichenhaufen. In my infancy, the oppression of the weak, murder and pillage unchecked, a waking nightmare made by men. But this time, I'm a woman grown, and though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice okay. To the oppressors. Okay. Let the scars I carve remind them. I am Nepheli Lu, warrior. Okay. Sorry, dass ich auf deinem Leichenhaufen stand. But this time, I'm a woman grow. Wollt ihr mich? Ich glaube, der wollte mich nicht unbedingt snacken. Sorry, Leute. Oh! Hey! Ja, wartet mal. Nee, nee, nee. Lassen wir. Brauchen wir nicht. Die paar Boys da. Kann ich leveln? Nein. Noch nicht. Was hat der Kollege zu sagen? Dieses Dorf ist verloren. Bitte, selbst wenn ihr ganz allein seid, alter Albus, versteckt euch gut. Versteckt euch gut und bleibt absolut stumm. Okay. Hallo Jungs. Larventräne. Moment, das ist auch eine Träne. Wenn ich jetzt hier random die richtige gefunden habe, ne? Okay, nein, es ist nicht so eine Träne. Da. Ein Material, das Renala für Wiedergeburten benötigt. Who the fuck is Renala? Durch das Bernsteinei von Renala wiedergeboren zu werden, der Königin des Vollmonds. Die Wiedergeburt ermöglicht die Neuzuweisung von Attributen, die durch Stufenaufstiege verstärkt wurden. Aha. Okay.
Was wird das hier? Hören Sie bitte auf. Hören Sie bitte auf. Ey, nicht. Ey, hör auf zu saufen. Was sollte das denn? Handschuhe des wahnsinnigen Parfümeurs. Okay. Von dir will ich nix. Warum leuchtet dieser Krug so? No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then. You're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me. I am Albus and Albinoric. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. Geheimes Heiligbaum-Medaillon rechts. And if you should meet the young Albinoric Latena, then please give it to her. Okay. A chosen land awaits us, Albinorics. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latena, it is needed to fulfill her purpose. My legs will soon fade, and with them my life. Alas, this is the immovable fate of all Albinorics. Oh, Gottes Willen. Armer junger Mann. Stirbst du jetzt? Er stirbt. Er stirbt einfach weg. Elfenbeinsichel. Okay. Jetzt habe ich doch beide Teile dieses Medaillons, ne? Oder sind das unterschiedliche? Medaillon von Dectus. Ah, okay, das ist ein anderes. Mit einem grünen und das hat einen orangenen. Okay. Oh, das ist ganz schön schaurig hier mit dem Nebel und alles. Ich will immer in die Gebäude reingehen, aber... Ich glaube, so kleine Gebäude sind eher weniger betretbar, ne? Ey! Was soll der Quatsch denn jetzt?
Magier mag ich jetzt nicht so. Bleib hier. Ich brauch dich. Will nicht nochmal zurück. Und wenn du mir Heilung geben kannst, gib sie mir. Danke. Ach, er sieht mich. Maltöter. Oh, und feuern kannst du auch. Wow. Er ist einfach... Warum ist er ein Boss? Und Hunde. Ein Boss und Hunde. Geil. So ein Mist. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Das will ich. Erstmal Hundis. Komm her. Da ist noch einer, glaube ich, ne? War da nicht noch ein Hund? Ja. Aber der kam vorhin auch nicht. Schauen wir mal. Komm her, du. Ich glaube, ich tue mir wesentlich leichter, wenn ich dich pariere. Nicht feuern. Scheiß Köter. So, jetzt können wir. Keine Hunde mehr. Mist. Der erste Parry hat so schön funktioniert und dann nicht mehr. Ich glaube, ich habe immer zu früh gedrückt gerade. Jetzt sind natürlich die beiden Hundis wieder da. Oh. Ätzend. Einfach nur ätzend. Ach, du mit deinem Magieblödsinn. Hör auf. Ein Runenbogen. Nice. Hundi. Hundi 2. So, jetzt zu dem Kumpel. Uff, uff, uff. Na
Schon wieder zu früh gedrückt. Ich muss auf ihn schauen. Ich sehe nur, er schlägt zu und drückt dann panisch parieren. Und das ist einfach nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Ja, Leute, die hier rumhängt. Wie sieht's denn eigentlich aus? Nachher kommt ja ein Kumpel. Und ich war am Überlegen, ihn zu zwingen, Dark Souls 1 zu spielen. Er ist überhaupt kein Freund von solchen Spielen. Ah, da bist du ja schon. Oh nein, das ist ganz schlecht. Jetzt ist schon wieder zu früh gedrückt. Ja, wenn ich mir nämlich angucke, wo seine Waffe ist und nicht einfach nur random drücke, dann ist das nämlich gar nicht so wild. Oh, Spidi Mac. Spidi. Na bitte, geht doch. Geht doch. Knotentalisman des Schmelztiegels. Alright. Talismane, wo seid ihr? Da. Verringert die Wucht von Kopfschüssen und den durch Kopfschüsse erlittenen Schaden. Fuck. Kopfschüsse. Es gibt Kopfschüsse in diesem Spiel. Das zählt mehr oder weniger. Oh, noch einer. Das passt auf, ob ich einen Kopfschuss kriege oder nicht. Aber ja, klar, bei Gegnern, die ich bekämpfe, ist es ja auch so. Also macht das. Das passt schon, ne? Macht absolut Sinn. So. Ich würde sagen, das Dorf ist fertig. Den Gegner besiegt, dass die Items bekommen. Bin durch mit dem Dorf. Ah, und du bist weg. Okay. Warum darf ich? Ja, jetzt darf ich auf die Karte gucken. Wo ist denn die Map? Jetzt muss ich mal schauen, entweder dort oder dort. Was ist denn die 1 noch? Was habe ich mir da mit der 1 noch markiert? Ah, den. Ich guck mal, ob ich hier rechts irgendwo noch tiefer reinkomme. Nicht so wirklich.
Oh, ein Camp. Habt ihr meine Karte? Nee. Gut. Das kann ich vergessen. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt hochkommen kann. Ich habe jetzt auf die Schnelle keinen Weg gesehen. Hierüber vielleicht. Also unten drin auf jeden Fall nicht, hätte ich gesagt. Ich muss mal schauen. Sieht schwierig aus. Irgendwie kann man da 100 pro hochkommen. Vielleicht von da hinten. Auf jeden Fall ist hier am Ende auch was. Wait. Hier sieht es doch so aus wie ein Weg, aber... Was willst du? Nix will er. Nix will er. Gut. Ah, zum nächsten Baum. Ja. Oh, ich sollte unbedingt mal die Waffen hochleveln. Weisheit, Glaube, Arkanenergie brauche ich alles drei noch ein bisschen, ne, für die Zauber. Lass mal kurz. Den hätte ich gerne. Dafür brauche ich mehr Weisheit. Dafür brauche ich mehr Glaube. Aber nur 15 Glaube. Ich glaube, dann kann ich auf 15 Glaube gehen. Guck mal an. Dann dürfte ich doch jetzt in der Lage sein. Moment. Jawollo. Achso, ich muss einen Zauberstab noch ausrüsten. Hä? Wait. Hä? Kanalisiert den Drachen. Verwandelt den Zaubernden in einen flammenspeienden Drachen. Muss ich mich jetzt dafür ausziehen? Wenn es mich in einen Drachen verwandelt? So wie bei... Nee. Hoppla. Falsch. Das hilft auch nicht. Nee, das hier. Kann mir mal einer erklären, warum das nicht geht? Was fehlt mir? Ich kann doch alles. Einen anderen Katalysator dafür. Oh Gott, ey Leute, ich habe doch einen Zauberstab. Reicht das nicht? Aber dass es auch nicht dabei steht. Kanalisiert den Drachen.
Siegel. Wait, habe ich sowas oder wie? Heiliges Siegel. Ah. Aber dafür bräuchte ich jetzt ein Drachensiegel oder wie? Weil das ist ja ein heiliges Siegel. Das sind durch Karank verstärkte Anrufungen. Okay. Gab schon immer Zauberstäbe und Talismane. Du, ich habe das nie benutzt in keinem anderen Souls-Game. Das ist das erste Souls-like-Game-mäßige, das in die Richtung geht. Ah, jetzt kann ich's machen. What the... Okay. Bin ich immer noch auf der mittleren Last? Hilfe. Nee, doch. Nee, jetzt habe ich große Last. Schade, schade. Hier, leichtere Handschuhe. Passt schon. Drachensiegel verstärkt Drachenschild. Ja, damit hätte ich jetzt dann schon auch gerechnet, ja. Okay, aber cool. Falls ich mal irgendwie eine Gruppe von Gegnern habe, kann ich jetzt dieses Siegel auswählen. Was macht das noch? Hoppla. Was macht das? Ah, das ist ja lame. Ah, doch, auch gegen eine Gruppe von Gegnern. Ein bisschen zurückstoßen oder so vielleicht. Könnte nett sein, könnte nett sein. Und dann wollte ich ja auch noch das andere Ding mal testen. Aber ich glaube, dafür bin ich noch nicht. Genau, da fehlt mir noch Stärke und Glaube noch ein bisschen. Gut. Ja, was wollte ich denn eigentlich tun? Ich will in Richtung des Baumes, um hoffentlich vielleicht dort ein Heilmittel gegen meine Krankheit zu finden. Ein Gegner. Der Fluch, die Krankheit, was auch immer ich bekommen habe, keine Ahnung. Seb, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Grüßt euch. Ich bin schon wieder 45 Minuten am... Ah, die Puppen. Die Puppen belagern uns. Ah, die Puppen. Die Puppen belagern uns! Okay, mehr hat er wohl nicht zu sagen. Ja, Sepp, guck mal in die Kanalpunkte-Belohnungen rein. Das war ganz schön tricky, das einzurichten. Ich habe einen neuen Chatbot dafür einrichten müssen. Aber der ist eh viel cooler als mein aktueller. Ich muss nur ein paar Sachen jetzt noch umziehen. Von dem alten auf den neuen Chatbot.
Und dann habe ich nur noch den einen. Ja. Das ist natürlich... Und es ist begrenzt. Ich glaube auf 10... 5 oder 10 Benutzungen pro Stream, pro Benutzer, pro User. Also... Solltest du es auch nicht inflationär raushauen. Ach, jetzt darf ich wieder nicht auf die Karte gucken, weil eine komische Krabbe hinter mir her ist, die sowieso 100 Jahre braucht, bis sie bei mir ist. Du bist so eine Kackbratze! Was kannst du eigentlich? Ist es laut genug oder sollte es lauter, leiser sein? Ich glaube, es könnte noch ein bisschen lauter sein, ne? Aua! Das ist neu. Ja, ich habe es bisher noch nicht getestet mit ganzen Stream-Sounds. Wo mache ich den kritischen? Gar nicht. Könnte ich auf jeden Fall einen Ticken lauter machen, ich denke auch. Mache ich gleich. Wo ist sie hin? Hallo? Boat Lady oder Boat Boy? Seefahrer? Wo sind sie? Aua, aua. Hallo? Aua. Ah, da oben. Mein Gott. Hä? Okay, Trinas Lilie. Wie kann ich dich kritisch treffen? Gar nicht, weil der im Boot sitzt wahrscheinlich. Aua. Aua. Shidi. Jetzt wird's eng. Ah. Grabsteine. Nicht cool.
So, von dir kriege ich doch wieder so eine Wurzel, oder? Ja. Nice. Asche des Skelettbanditen. Cool. Wer bist du? Nee. Gerade nicht, sorry. Keine Heilung. Oh, ein Bild. Cool. Erstmal hierher. Apropos Bild. Andere habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber jetzt, sorry, YouTube, ganz kurz. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? So, jetzt ist besser. So. Okay, Bild. Gemälde, Auferstehung. Wenn ich mir das so anguck. Ah, das ist hier drüben, aber obendrauf. Da bin ich noch nicht hingekommen. Versuche ich mir zu merken, dass ich obendrauf irgendwie mal gucken muss nach dem Gemälde dann. Wahrscheinlich da oben bei der Kirche. Ziemlich sicher. Wie komme ich denn da hin überhaupt? Also von links bin ich nicht hingekommen. Von hier kann ich gerade ganz gut gucken. Schöne Übersicht. Und es sieht einfach wieder so geil aus. Ich weiß nicht, wie oft ich es gesagt habe und ich kann es nicht oft genug sagen. Das hier, diese Aussicht mit dem Sumpf, mit diesem nebligen Moor da unten und dieses fette Schloss und... Oh, ich liebe diese Landschaften in diesem Spiel. Es ist so geil. Es ist einfach der Shit, ne? Ich meine, gut, weiter. Ah, und dann dieser goldene Baum. Da nicht dran genug sehen, ne? Nicht dran satt sehen, so. Und der Erdtree, der steht doch da auch einfach mitten im Wasser. Hört mir gerade so auf. Sind diese Camps eigentlich Markierungen hier? Nee, ich glaube nicht. Beziehungsweise hätte ich mal reinreiten sollen, ne? Flamme, heile mich. Ich habe euren Loot geklaut. Bist du ein Gegner oder was bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist ein Gegner, aber oh mein Gott. Zum Teufel. Okay. So, verprügeln wir den nächsten Baumboy. Die nächste Wurzel, den nächsten, wie heißen sie denn? Palastruinen von Uld. Jetzt darf ich wieder nicht auf die Karte.
Hallo, Leute. Wow, okay. Heute sind meine FPS wieder im Keller. Manchmal geht's nicht. Ich hab keine Ahnung. Palastruinen von Ult ist auch keine besondere Location. Das hier sieht nach Gegner aus. Nach einem Gefängnis. Aber jetzt bin ich ja schon fast beim Baum. Was zum Teufel Oh, okay. Ist das geil! Es hüpft! Ach, großartig. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, let's go! Und hopp! Ach, ist das geil. Oh Mann. Und hopp. Wumps. Oh oh. Ich denke, es ist nicht so gut, da jetzt so nah dran zu sein. Ja. Aber ich wollte mal ganz kurz hier rüber. Wait, ist da oben noch eins? Hier ist noch eins. Hüpfst du auch? Es wirkt ein bisschen gerade wie in Jurassic Park. Kennt ihr die Szene? Ja klar, kennt ihr die. Wo er die Brille runternimmt und dann das erste Mal den Lebenden... Es hüpft auch. Sie kommunizieren miteinander. Na, vielleicht ist deswegen auch meine Framerate im Keller wegen den beiden Boys. Ihr seid einfach mega geil. Ich feiere euch beide gerade. Hopp und Bots. Wusch. Debuff, Dude. Was kann ich denn dafür? Wenn das Spiel einem nicht sagt, was man dagegen tun kann. Oh, kann es sein, dass du ein bisschen flinker bist? Ich glaube, du bist ein Ticken flinker als die vorigen Bäumchen. Autsch. Smash.
Der Debuff-Dude. Ihr habt mich doch darauf aufmerksam gemacht. Beziehungsweise ja keiner von den Anwesenden, aber der Victor, als er gestern da war. Und seitdem bin ich auf der Suche nach einem Heilmittel. Marius, mir hilft es überhaupt nicht, wenn du sagst, wenn du wüsstest. Das macht es ehrlich gesagt nur schlimmer. Das, was man sucht, bereits in einem. Jetzt kommen die Tipps. Oh oh. Aua, ja. Ah, shit. Ich fange gleich an rumzubrüllen. Chat macht sich über mich lustig. Ihr steckt alle unter einer Decke. Sepp, Marius, Thorsten, alle... was Neues. Immer langsam. Wir wollen ja freundlich bleiben. Ah, dämlicher Baum. Avatar des Erdenbaums. Das hat Schaden gemacht. Relativ viel sogar. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist hier. Ich glaube, das braucht zu viel. Das verbraucht zu viel Mana, der Drachenkopf. Ich habe zu wenig Fokuspunkte. Julius, grüß dich. Hi. So eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Bin doch noch am Üben. Am Üben und am Rausfinden. Ich habe doch alles nachgelesen im Inventar.
Die gute Alte hat mich umarmt und danach hatte ich den Unsinn. Und sie sagt mir, das ist ein Segen, den ich bekommen habe. Und dieser Segen gibt mir einen verfluchten Debuff. Und ich meine, ich habe auch nichts im Inventar, was ich irgendwie rausreißen könnte. Ich habe doch alles durchgelesen. Sie hat mir ja nichts gegeben. Was hat sie mir denn gegeben? Och Mann, keine Ahnung. War das das? Nein. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, was sie mir gegeben hat. Nee, das war die andere, die was von dem Boy wollte, der da in dem Schloss irgendwie mit von Spinnen sich aufessen lassen und so. Ich find's halt einfach nicht. Einen Dolch? Hat sie mir einen Dolch oder sowas gegeben? Eine Waffe? Nee. Sowas hat sie mir doch auch nicht gegeben. Leber. Gegen Feuerschaden. Resistenz gegen Magieschaden. Erhöht die Immunität. Scharlachfäule. Der körperliche Angriffe, steht da ihr Name dran? Wie hieß sie denn noch? Weiß ich nicht. Online-Spiel, Online-Spiel, Online-Spiel. Herstellungsmaterialien werden es nicht sein. Scherbe, nee. Nee. Schlüssel. Schlüssel vielleicht. Talismanbeutel, nein, den habe ich von dem Boy bekommen. Bestienauge, nee. Irinas Brief, nein, das war die mit dem. Mit der Burg, wo der Vater nicht geklappt hat, der, wo sie tot war und die Quest, die Buggy-Quest. Eine Anrufung der Feuermönche erzeugt ein inneres Feuer, das Gifte verbrennt. Geil. Lindert die Belastung durch Gift und Scharlachfäule und heilt diese Effekte. Ist das Scharlachfäule? Nee, Scharlachfäule ist das Rote. In dem Fall. Jetzt bin ich immun dagegen. Minimal verschwendet. Also ist... mich doch trollen.
doch gar nicht. Ausrüstung. Irgendwas in der Ausrüstung? Nee. Dann muss es ja was im Inventar sein oder etwas, das ich bei... Das ich am Leuchtfeuer tun, am Ding tun kann, an der Gnade. Unbedingt. Ich will unbedingt aussehen wie der. Truhe sortieren. Nee, in der Truhe ist auch nichts. Und Arzneimischung? Nee, das war es in dem Fall auch nicht. Flaschen? Nee. Zeit vertreiben. Kleidung anpassen. Große Ruhen. Truhen sortieren. Das Einzige, was bleibt, ist, dass ich was im Inventar habe. Dass sie mir was gegeben hat. Aber was hat sie mir denn gegeben? Zum Teufel. Lindert drohenden Blutverlust. Macht doch alles keinen Sinn. Erschafft magischen Bolzen. Nein, das ist alles nix. Segen des Firmaments. War das das? Hat sie mir das gegeben? Nö, auch nicht. Den habe ich jetzt wahrscheinlich super unnötig verwendet. Achso, warte mal. Ich glaube, ich kann leveln, ne? Ja. Was wollte ich denn noch leveln? Ich glaube, brauche ich noch eins. Moment. Ja, Stufenaufstieg abbrechen, bitte. Ich muss noch einmal schnell schauen. Für die gute Klaue, die ich gerne mal ausprobieren würde. Diese hier. Glaube auf 16. Glaube auf 16. Schau nun nochmal danach. Hier jetzt, oder was? Nee, in dem Menü. Nee. Im Inventar. Aber da... Oh, jetzt ist es weg. Es hat nur ein... Oh. Okay, aber also ganz ehrlich, so viel Leben habe ich jetzt da auch nicht dazu bekommen. Sie gibt mir den Segen. Diesen Segen. Ah. 5%. Okay. Oh Gott. Endlich. Endlich. Danke. Danke. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Ist nicht so richtig relevant, nee. Aber trotzdem ist es mies, wenn man dann weiß, dass da was ist und man ist einfach... Ich war dann so extrem gerade jede Runde. Dachte ich, irgendwie muss ich doch da rankommen. Dieser Lärm im Hintergrund, ne, mit diesen Mausoleen. Geil. Ach, geil, einfach nur geil. Ah. Fünf Prozent mehr Leben. Nun liegt der Boss. Ach, schauen wir mal. Ich dachte, es macht vielleicht mehr aus. Hatte gehofft, es macht vielleicht mehr aus. Kann ich noch irgendwas basteln, was mir mehr Leben gibt? Nee, ne? Ha. Ich könnte mich auch einmal durch die Leute hier durchkämpfen und die Kiste da hinten noch öffnen.
kann mich auch noch mal treffen lassen. Wo? Ach, fuck. Shit. Wow, aua. Ah. Viel bessere Versuche als gestern, vorgestern? Vorgestern. Also der Magie-Damage hilft auf der Waffe extrem. Durch den Magie-Zusatzschaden, das macht einiges aus, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern, wie viel Damage ich gemacht hatte. Aber ich glaube nicht ganz so viel. Boah, wenn dann die beiden Magiedinger treffen, ne? Autsch. Autsch, autsch. Boah, Alter, nee. Schon wieder, Mann. Ey, Seval, du bist einfach, das ist unglaublich, ne? Vielen Dank nochmal. Seval, Mann. Dankeschön, danke, 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 danke. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das macht mich super sprachlos, ey. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich tun oder lassen kann, um mich dafür richtig zu bedanken. Ah, das war jetzt unnötig. Minimal unnötig gesoffen, aber egal. Jetzt muss ich saufen. Mist. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Oh, nein. Oh. Mann, verdammt. Ah. Oh, erst zweimal ist er meinem Ansturmangriff ausgewichen.
Oh, ärgerlich. Einfach so weitermachen. Seval, alles klar. Ich gebe mir Mühe. Ah, Mist. Verdammte Axt. Jetzt bin ich wieder nicht mehr im Timing, ne? Typisch. Oh, das ist mies, das ist mies, das ist mies. Ja. Oh. Oh, knappes Pferd. Knappes Pferd. Oh. Das gibt eine minimal kürzere Aufnahme. Knapper Fuchs, absolut richtig. Boah, da ging mir jetzt aber, da ging mir jetzt aber die Pumpe, Leute. Am Ende, als der zweimal diese Dinger gemacht hat mit diesen drei Magie-Dingern, wo ich immer Schwierigkeiten hatte, dem auszuweichen. So viel Leben noch. Krass. Oh. Gut. YouTube. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.